Moin Moin und hallo. Herzlich willkommen zum neuen Tag im Adventskalender. Yeah! Advent, Advent, es läuft recht rund, denn wir haben es bald geschafft. Weihnachten steht fast vor der Tür. Ich hoffe, ihr habt alles schön geschmückt, denn heute ist der, wir zählen wieder durch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17. Das heißt, den 17. noch, den 18. noch, den 19. noch, den 20. noch, den 21., 22., 23., 24. Es ist nämlich weit. Wir sind fast unter einer Woche. Fast. Deshalb geht es heute auch weiter um Dekoration. Zum Beispiel Papier, Stroh und verwandte Materialien. Oh, Sterne aus verschiedenen Materialien und Christbaumschmuck wurden vor dem 19. Jahrhundert in der Familie selbst natürlich hergestellt, auch wenn es auf den Weihnachtsmärkten bereits einige Schmuckelemente zu kaufen gab. Zum Beispiel wurden farbige Ketten aus Papier gebastelt, die um die Zweige geschlungen worden sind. Aus festem farbigem Kartonpapier wurden allerlei Gegenstände ausgeschnitten und aufgehängt. Es gab Anleitung für dreidimensionale Objekte. Ihr seht also, auch schon im 19. Jahrhundert und im 18. Jahrhundert waren die Leute sehr dekorativ und kreativ. Im 19. Jahrhundert kamen natürlich noch Metallimitate dazu, Papierschmuck, Pappe, Dresdner Pappe zum Beispiel, Motive, die weihnachtlich geformt worden sind. Anfang des 20. Jahrhunderts dann vor allem Zeppeline zum Beispiel. Also es ging auch immer gerade um den Momentum, was gerade angesagt war, um diese Zeit. Ne? 1901 zum Beispiel bot ein Breslauer Katalog zu Weihnachten 30 verschiedene Wattefiguren an. Von 1870 bis 1910 war Sebnitz ein Zentrum handgefertigter Baumschmucks. Das ist der Sebnitzer Christbaumschmuck. Auch Artikel aus Pappmaché wurden von Weihnachten gewerblich selber hergestellt. Ihr seht also, viele, viele Traditionsunternehmen sind heute auch noch unterwegs, die dort wundervollen Christbaumschmuck hermachen. Und dann kommen wir natürlich zur Königsdisziplin, den Glasschmuck. Ne? Heute weit verdrängt vom Plastikscheiß, aber das Beste ist immer noch der Glasschmuck. Er sieht echt aus. Er sieht viel, viel schmuckiliger aus, finde ich. Obwohl ein Nachteil ist, wenn die Dinger mal runterballern, sind sie kaputt. Aber wirklich, das ist ärgerlich beim Glasschmuck, ansonsten ist es viel schöner. Der gläserne Christbaumschmuck wurde seit der Mitte des 19. Jahrhunderts, vor allem durch Heimarbeit in Thüringen, angefertigt. Da war ich 4 Jahre zu Gast. Oh yeah, habe ich 4 Jahre gelebt. Einer Legende zufolge stammt die Idee, farbiger Kugeln aus Glas für den Christbaum herzustellen, von einem armen Lauschar-Glasbläser, der sich Mitte 1847 die teuren Walnüsse und Äpfel nicht mehr leisten konnte. Ähnlich, wie es aus dem Nordvorgesehenen berichteten. Er soll deshalb Olitätenfläschchen und Glasschmuck für den Weihnachtsbaum aufgeblasen haben. Und Job's done. Belege lässt sich dafür natürlich nicht belegen, aber hört sich gut an, oder? Also wirklich. Denn die Thüringer Glasbläser haben es echt drauf. Die machen wunderschöne Gläser, wunderschöne Ornamente, wunderschöne Sachen aus meistens Pustekuchen, Handarbeit. In der Anfänge der Herstellung nutzten die Glasbläser die gesundheitsschädliche Legierung aus Zinn und Blei zur Verspiegelung auf der Glasoberfläche. Deshalb war es auch früher, also ganz früher, so vor 1870, war es auch wirklich gefährlich, wenn so ein Ding euch mal hingedroppt ist. Ne? Ja, das ist Kacke gewesen, sage ich euch. Ne? Ja, ne? Oder? Nicht so gut. Ne? Deshalb wurde natürlich das ein bisschen verändert und heutzutage gibt es dort bessere Möglichkeiten, uns einen schönen Glas-Effekt zu bescheren. 1870 gelang es, Justus von Liebig Glaskörper mit einer Silberlösung zu beschichten und zum Glänzen zu bringen. Allerdings ging es Liebig bei seiner Erfindung nicht um Weihnachtsschmuck, sondern um naturwissenschaftliche Geräte. Ihr seht also, auch die Naturwissenschaften haben dort den Glasbläsern einen richtig guten Job gemacht. Bis 1939 wurden Kugeln und andere figurähnliche Christbaum-Schmuckelinchen in verschiedenen Formen hineingeblasen. Mit der Gründung des Glasbläsergenossenschaft der Meininger Oberlandes 1907 erhielt die Produktion nochmals einen Auftrieb für die Gewinn. Margen für die Glasbläser stiegen. Mit ihrem Erfolg beim Export ihrer Glaswaren konnten auch die Auswirkungen von Inflation und Wirtschaftskrise in Deutschland dadurch sehr viel gemilderter werden. Feldpostpäckchen aus dem Ersten Weltkrieg von Worms nach Virton waren auch sehr schön, denn der Inhalt einer Weihnachtsbaum
Spitzenversiegelung war dort öfters mal zu sehen. Und dieses wurde im Ersten Weltkrieg und dann auch im Zweiten Weltkrieg, also im Prinzip ist es immer das Gleiche. Ist gerade wieder mal Krieg, haben wir ja auch. Sehr ärgerlich, so scheiße. Aber dann kommt Weihnachten und dann gibt es immer so eine Zeit, wo man innehält. Und dann ist es schön, wenn man ein Päckchen von zu Hause kriegt. Und das gab es früher auch schon heute. Heute geht das natürlich ein bisschen schneller. Kriegst eine E-Mail, kriegst einen schönen Flyer, zack. Aber was ganz geil ist natürlich, es kommt, ich meine, aus den Staaten ist die Weihnachtsgurke. Ja, 2 Jahre nach Beendigung des Zweiten Weltkriegs nahmen die Familienbetriebe der Fertigung wieder selber auf. Später in der DDR übernahmen die volkseigenen Betriebe Glaskunst und Glasschmuck die Herstellung durch maschinelle Massenproduktion. In der Bundesrepublik Deutschland kam es seit 1950 zunehmend Kugeln aus Kunststoff in Mode und die weniger zerbrechlich waren. In der Glasbläserstadt Lauscha wird heute noch die traditionelle Handwerkskunst der gläserne Christbaumschmuck hergestellt. Heute bieten alle großen Einzelhändler sowie Weihnachtsmärkte eine große Auswahl von Christbaumschmuck und darunter auch die Weihnachtsgurke. Weihnachtsgurken sind wirklich wichtig. Ihr braucht mindestens eine Weihnachtsgurke an eurem Weihnachtsbaum. Denkt also daran, die Weihnachtsgurke ist Pflicht am Weihnachtsbaum. Warum, wieso, Weihnachtsgurke, verweise ich auf ein separates Video auf meinem Kanal, denn ich habe erklärt, wo die Weihnachtsgurke herkommt und warum sie an unsere schönen, nicen, aussehenden Weihnachtsbäume gehangen werden. Deshalb hoffe ich, dass ihr auch schon ganz viel echten Glasschmuck habt. Ich hoffe, ihr habt eine Weihnachtsgurke an eurem Weihnachtsbaum, obwohl der Weihnachtsbaum nicht immer vor Weihnachten geschmückt werden sollte. Bei uns ist aber schon seit Anfang November schon am Start. Deshalb, ich sage immer, das ist euch überlassen, wann und wie und wo ihr schmückt. Das soll jedem freigestellt sein, denn wir sind eine freie Welt hoffentlich, auch wenn manche das nicht so sehen. Heute werden wir frei, wie wir sind, wieder ein weiteres Leckerei aus unserem leckeren, tollen Adventskalender hier rausholen. Und zwar zählen wir wieder nach. 1, 2, 3. Heieiei. Weihnachts. Vornießer. So. Die 17 ist am Start. Wir kriegen heute einmal Merci am Start und du bist ein Herzensgewinner. Ich hoffe, ich habe euer Herz auch schon mit diesen Schleckereien heute Morgen und gestern und jeden Tag und meinen anderen Videos und hoffentlich erobert. Heute haben wir Haselnuss wieder. Mandelnuss. Ja, geht so. 24 ist ganz schön fett, ne? Ja. Lecker. Ja. Vorfrühstück Mampfen läuft. Nicht mehr viele Tage, eine Woche noch. Dann haben wir es geschafft. Dann haben Urlaub. Dann gibt es Essen, gibt es Trinken, Geschenke. Und eine wundervolle Zeit. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich. Gebt mir ein positives Feedback und ich hoffe, bis morgen. Sonst so. Oh, Leckerei am Morgen. Das vertreibt jeden Tag mir die Kummer und den Sorgen. Ne, wo?